Hallo liebe Freunde des PB Hub, mein Name ist Sascha Röder, man liest mich eher unter dem Namen ICPMS im Forum. Ich möchte euch heute willkommen heißen zu unserem zweiten Gun-Video nach dem Empire Vanquish-Video. Ich bin froh, dass euch das erste Video so gut gefallen hat. Ich habe auch viel Feedback bekommen, das möchte ich mir heute zu Herzen nehmen. Also ich werde nicht alles bis aufs letzte Detail auseinanderschrauben, habe gehört, das langweilt euch ein bisschen. Ich werde es versuchen, ein bisschen kürzer zu fassen, dass wir unter einer halben Stunde bleiben. Aber trotzdem soll noch viel, viel Info rein in das Video. Heute geht es um die JT Impulse. An dieser Stelle mein Dank an Max für das Zurverfügungstellen einer neuen JT Impulse. Die JT Impulse ist quasi ein Klassiker, ein klassischer Rammer, den man über die Smart Parts Patente abstauben konnte damals, nach dem Niedergang von Smart Parts. Lass uns mal schauen, was JT aus der Impulse gemacht hat. JT baut coole Masken, hat mal sehr coole Klamotten gemacht für Paintball-Spieler. Die Markierer waren eher so, sehr, sehr, sehr günstige Einsteiger-Blowbacks. Warum bringt JT jetzt ein High-End-Rammer raus? Oder warum sagt Key, wir bringen die Impulse nicht unter Empire raus, sondern unter JT? Vielleicht will man die Marke, man möchte das Image aufwerten, aber das ist nicht einfach. Also ich sag mal, dadurch, dass man jetzt einen High-End-Markierer unter JT platziert, dadurch wird die Marke nicht reingewaschen. Deshalb glaube ich auch, dass die Impulse ist deshalb recht schwer hat, sich auf dem Markt zu behaupten. Also man sieht sie ja eigentlich kaum auf Feldern. Auch habe ich heute gelesen, dass Unskier sie statt für 900 Dollar nur noch für knappe 600 Dollar verkauft. Also sie läuft nicht nur in Deutschland wohl nicht so gut, sondern auch in Amerika. Der Preis, die Impulse kostet 850 Euro und das ist ein Preis, der deutlich unter anderen High-End-Markierern liegt. Der liegt so auf Höhe der G6R, ist ein bisschen günstiger. Und lasst uns mal schauen, was wir für das Geld bekommen. Wir haben hier ein schickes Gun-Case. Erinnert ein bisschen an das Gun-Case von Dai, was auch sehr praktisch ist. Und schauen wir mal, was wir in diesem Gun-Case finden. Okay, also wir haben ein zweiteiliges Laufset und eine Laufsocke.
Auf dem Lauf steht nicht drauf, wie groß er ist. Da messen wir einfach mal selbst nach. Und ganz klassisch 6,89. Das ist gut, das ist nicht so groß. Könnte heute kleiner sein, aber kein Schrott wie 6,93. Dann haben wir ein paar Ersatzteile, also im Grunde nur O-Ringe, keine Volitens oder Schräubchen. Ein Inbus-Set. Witzig ist, dass das Inbus-Set gar nicht komplett ist. Es werden die Schlüssel fehlen, die man nicht braucht für die Impuls, aber wenn man jetzt sich nicht sicher ist, ob man Schlüssel verloren hat, dann ja, wird es schwierig, wenn eh schon einige Schlüssel von Werk aus fehlen. Was wir noch haben, ist eine Anleitung auf DVD. Das heißt, die sollte man sich vorher zu Gemüte führen, zu Hause am Rechner, denn auf dem Feld hat man selten Zugriff auf einen Computer. Dann das eigentliche Ding, die JT Impuls. Und hauen wir das Ding doch mal auf die Waage. Ist ein recht übersichtlicher Lieferumfang, wie ich finde. Aber mehr braucht man ja nicht. Also das ist der Markierer mit Lauf und Batterie ist auch drin. Man sieht schickes OLED-Display. Mal sehen, was die Waage sagt. Die Waage sagt 872 Gramm. 873 Gramm. Das ist guter Wert, das ist recht wenig. Da können wir ja mal gleich den Vergleich ziehen mit der G6R. Batterie ist keine drin, deshalb stelle ich mal eine mit drauf. 865 Gramm, das ist nur ein Müh weniger als die JT Impuls. Also sehr gut für die Impuls. Was gibt es zu Impuls zu sagen, wenn wir uns die anschauen? Also, was unterscheidet sie von der alten Impuls? Zum Beispiel, sie ist nicht mehr schlauchlos. Was komisch ist, denn eigentlich sind ja alle gängigen Empire-Markierer und Key-Markierer, die mir jetzt in den Kopf kommen, sind schlauchlos. Die Vanquish ist schlauchlos, die Axe ist schlauchlos, die Mini ist schlauchlos. Warum hat man jetzt diesen Schritt zurück wieder gemacht bei der Impuls auf Schlauch? Ich weiß es nicht. Man grundsätzlich stört so einen Schlauch nicht, aber eigentlich heute ist der Trend, neue Markierer High-End im High-End-Bereich vor allem sollten schlauchlos sein. Gibt eigentlich kaum noch jemanden, der den Schlauch hat in dem Bereich. Fällt mir gerade niemand ein. Das On-Off, das müsste das On-Off der Empire Sniper sein. Leicht zu bedienen mit einem Finger. Aluminium, das bricht nicht ab. Der Body ist nicht mehr zweiteilig, sondern aus einem Stück. Vieles an dem Ding erinnert an die alte Impuls. Zum Beispiel der Bolzen mit den O-Ringen erinnert an den Bolzen der alten Impuls. Das mit den O-Ringen ist praktisch, denn so kann die Luft nicht rund um den Bolzen hin entweichen und diffus ins Feed oder nach hinten, sondern die dichten das Breech ab, sodass der Ball die ganze Luft bekommt zum Beschleunigen. Macht das Ding effizienter, man braucht weniger Luft und man braucht auch weniger Druck, um den Ball zu beschleunigen. Deshalb geht der Trend wieder hin zu Bolzen mit O-Ringen. Ging immer ja mal früher umgekehrt, weil man gedacht hat, dass der Kunststoff ja selbstschmierend ist und dass man sich ja den Tropfen Öl sparen kann für die O-Ringe. Aber Meinung hat sich geändert.
Die Impuls verfolgt auch nicht dieses coole Konzept der Vanquish mit dem einen Schlüssel für alles, sondern hier sind wieder einige Schlüssel gefragt. Schauen wir uns mal den Rammer an. Der Rammer sieht auch aus wie der Rammer der Smart Parts Impuls. Wir haben hier so ein Dorn und der Bolz und der Rammer ist hinten hohl. Ich zeige es mal hier in die Kamera. Und hier haben wir ein kleines Loch. Macht das in der Rückwärtsbewegung, der Rammer auf diesen Dorn hier fährt und die ganze Luft, die dann noch hier zwischen ist, die muss durch dieses kleine Loch hier entweichen. Und das bewirkt so ein Luftpolster-Effekt. Kennt man auch von Planet Eclipse mit dem Zikit. Man hört es auch so ein bisschen schmatzen. Ist ein ganz cooles Feature. Soll den Kick verringern. Die Impuls ist genau wie die alte Impuls auch wieder mit einem balancierten Ventil ausgestattet. Ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, bis ich es jetzt in den Händen hatte. Das ist ein ganz cooles Feature, da gehen wir gleich mal drauf ein, wenn wir den Inline-Regulator abhaben. Zum Inline-Regulator kann man gar nicht so viel sagen und zeigen, denn das ist auch wieder so eine typische Empire-Geschichte oder Key-Geschichte. Ich sage immer Empire, das ist die größte Marke unter denen. Irgendwie habe ich das Gefühl, möchte Key nicht, dass man Inline-Regulatoren warten kann. Also wir haben hier die Aufnahme für ein Vierkant, also kein Fünfkant, Sechskant Inbus, sondern für ein komisches Vierkant-Werkzeug. Auch ist der Regulator hier mit so C-Clips gesichert. Ich habe zwar so eine Zange, aber die ist zu groß. Ich komme hier nicht in die Löcher rein. Möchte ja auch nichts dran kaputt pfuschen an dem Ding. Solltet ihr auch nicht, kauft euch immer gescheites Werkzeug für so Arbeiten zu machen. Fangt keinen Pfusch an. Ihr macht euch das Leben nur selbst schwer. Ja, also eben den Regulator, den könnt ihr nicht zerlegen, kann euch nichts zeigen. Blöd ist halt, dass viele Leute sich dann auch gar nicht rantrauen werden an das Teil und irgendwann, ich sag mal so 2 Jahre spätestens, nachdem die Kanone in Betrieb genommen worden ist, wird es die ersten Probleme geben, weil die Dichtungen auch gefettet werden müssen, mal ein O-Ring getauscht werden muss. Ja, ist nicht so user-friendly. Ist schade. So, wenn wir jetzt hier unten in den ASA reinschauen, sieht man so ein kleines Sieb. Das ist auch so ein typisches Smart Parts Ding. Also wie gesagt, Smart Parts grüßt hier immer wieder aus der Impuls. Das Sieb soll verhindern, dass Schmutz in euren Markierer kommt, wenn Feldbetreiber ihre Kompressoren nicht gut warten. Also bei meiner Ion zum Beispiel früher, die hat auch so einen Filter gehabt. Und wenn ich da von meinem Stammfeld kam, dann war der oftmals zu mit richtig grobem Dreck. Also das Ding hat eine Berechtigung. Ihr müsst es nicht drin haben, aber besser ist das. Wenn wir jetzt in den ASA reinschauen, sieht man hier eine kleine Schraube. Wenn wir jetzt die rausschrauben, das ist zum Beispiel besser gelöst als bei der G6R, denn bei der G6R muss man die ganze Kanone zerlegen, um an das Poppet ranzukommen. Hier muss eigentlich nur der Inline ab und dann zieht man eben diesen Bolzen raus. Dann braucht man nur was mit Grip. Ich benutze hier immer so einen Silikonlappen. Das ist so eine zweckentfremdete Backunterlage mal gewesen und das Ding hat halt richtig Grip. Da packt man zu und kann eben gut ziehen, braucht keine Zange, macht hier keine Kratzer an den LPR. So, jetzt können wir das Poppet rauskippen. Und das ist eben das balancierte Ventil. Bei der alten Impuls gab es auch ein balanciertes Poppet. Das hat einen Haufen Probleme gemacht. Also man konnte Glück haben und hatte eine gute Impuls erwischt und hatte keine Probleme. Oder man konnte Pech haben und das Ding war nie dicht, hat immer gezischt. Das kam daher, weil hier dieser Ventilsitz hier nicht sauber gearbeitet war. Und dadurch konnte das Poppet nicht richtig dichten und dann haben die Impen halt gerne mal gezischt. Ein balanciertes Valve
funktioniert so. Wie ihr seht, herrscht quasi an dieser Stelle hier im Markierer, herrscht ja Atmosphärendruck. Hier liegt ja kein Druck an. Hier ist ja ein Schlitz im Body. Da guckt auch dann ein bisschen der Pin raus. Das heißt, da liegt kein Druck an. Und hier auf dieser Seite, hier hinter den O-Ringen, da liegt auch kein Druck an. Und das heißt, die Luft in der Fire Chamber, die drückt so auf das Ventil drauf. Und eben nicht so. Also bei normalen Poppet Valves, die diesen Steg hier nicht haben und wo halt nicht auf beiden Seiten der gleiche Druck anliegt, da drückt quasi die Luft aus der Fire Chamber immer auf das Poppet in den Sitz. Und dann braucht ihr natürlich mehr Druck, um das Poppet zu öffnen mit dem Rammer. Wenn ihr jetzt ein balanciertes Ventil nehmt, dann braucht ihr weniger LPR-Druck und ihr könnt auch eine schwächere Feder benutzen. Auf dem Papier ist das alles ganz toll, ihr braucht weniger Druck, der Markierer hat weniger Kick. Im wirklichen Leben ist der Effekt nicht so sehr spürbar und ihr habt halt dadurch, dass ihr hier noch einen O-Ring habt, den ihr fetten müsst, das hier ist nur so eine Art Bumper, habt ihr halt noch einen Teil mehr, an das ihr denken müsst, ihr habt einen Teil mehr, was Probleme machen kann. Wenn ihr den zum Beispiel mal vergesst und der geht kaputt, dann strömt halt die Luft aus der Fire Chamber hier durch diese drei kleinen Löcher durch und dann bläst es hier vorne zwischen Frame und ASA, bläst es dann ab. Aber ich habe noch von keinem Problem gehört. Ähnliche Probleme wie die Smart Parts Impulse gab es bis jetzt noch nicht. Auch ich habe jetzt hier während meinem Test keine Probleme gehabt. Die Impulse läuft eigentlich ziemlich geil. Dann gucken wir uns nochmal unter den Griffschalen die Sache an. So, die Impulse benutzt keinen Akku wie die alte Smart Parts Impulse. Wir haben ein OLED-Display und wir haben einen USB-Port. Leider kann der USB-Port nicht so viel wie bei der Vanquish, sprich wir können keine Custom Boot Screens machen, wir können auch keine Settings vom Markierer ändern am PC. Wir können lediglich Software-Updates aufspielen, aber das Vorhandensein finde ich schon mal eine coole Sache. Sonst gibt es nicht so viel zur Impulse noch zu sagen. Technisch, wie gesagt, grüßt immer wieder Smart Parts. Auch der Trigger zum Beispiel ist genauso gelagert wie der bei der alten Impulse. Das heißt, der Trigger ist nicht auf einer Achse gesteckt, sondern rechts und links von Madenschrauben gehalten. Und die kann man halt wirklich so gut anziehen, dass der Trigger kein Seitenspiel mehr hat. Also so tollen Trigger habt ihr vielleicht vorher noch nicht gespielt. Das Soli, selbst da haben wir wieder, sagt Smartparts wieder Hallo, das ist ein Humphrey Soli. Das ist 100% kompatibel zur Shocker und zur Nerf. Ball Detents sind hier nicht die Gummi-Detents drin aus der Empire Sniper oder aus der Vanquish, sondern wir haben hier Ball Detents mit Pisten und Feder, also sehr haltbar. Ja, soviel zur Impuls. Also ich sage, die Impulse ist schwer unterschätzt. Dazu trägt halt bei, dass das Ding unter der Flagge von JT läuft und nicht unter der Flagge von Empire. Aber wenn ihr einen guten Rammer sucht, der besser ist zum Beispiel als ein E-Tech, ist das Ding auf jeden Fall, und ihr keine Timmy wollt, sondern den besseren Ersatzteil-Support von Key, dann würde ich bedenkenlos zur JT Impulse greifen. Also man versucht mit dem Ding den Namen reinzuwaschen, aber das wird noch ein bisschen dauern. Ich denke mal, das wird länger dauern als die JT Impulse auf dem Markt ist, aber das Ding kann was. Ja, so viel zur Impulse. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es würde mich freuen, wenn ihr eure Kommentare unten hinterlassen würdet, wenn ihr unseren Channel abonniert. Ihr könnt auch gerne ins Forum kommen und da eure Kommentare zur JT Impulse reinschreiben. Ihr könnt auch noch Fragen stellen, die beantworte ich euch gerne. Ja,
Dann bis zum dritten und nächsten Video. Ich freue mich schon. Ciao.